Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cannon Fodder. In den Abwasserkanälen sind wir unterwegs. Und ich bin recht zuversichtlich, dass wir das hier packen. Der Fortschritt in der letzten Folge hat mir doch Mut gemacht. Da bist du nicht ganz dicht, der schmeißt mir hier eine Granate vor die Füße. Würdet ihr jetzt bitte die Treppe weiter hochgehen? Das wäre sowas von nett. So, jetzt kommen wir her hier. Jetzt wollen wir natürlich da hinten die Tür kaputt machen, wollte ich sagen. Aber jetzt haben wir gerade einen unserer Leute verloren. Und immer wieder Ed. Das ist doof. Ed ist unser Stärkster. Okay, jetzt müssen wir schon aufpassen, weil da oben hier so ein Typi steht. Der hat gekonnt daneben geschossen. Das war unser Glück. So. Da müssen wir jetzt irgendwie heil vorbeikommen, ohne zu sterben. Und da. Sehr schön. Leider ist Ed tot, aber mein Gott, ein Verlust bei der ganzen Mission, denke ich, ist in Ordnung. Das hätte ich jetzt fast eigentlich noch in den letzten Part mit reinhauen können. Ist egal, jetzt haben wir einen neuen Part angefangen. Und wir haben eine ganze Mission geschafft, was ich sehr cool finde. Ich denke, da können wir uns auch nochmal ruhig eben hier die Liste unserer Verstorbenen angucken. Das dürfte ja nur einer sein, nämlich der gute Ed. Und ja, da ist er, ne? Mission 16. Na, wo bist du? Da, Ed. Das Abzeichen, ne? Das ist ja schon... Ist ja schon eine Hausnummer. Ich weiß mal nicht genau, was das bedeutet. Aber jetzt haben wir ja Orma. Und heißt er Orma? Weiß ich gar nicht. Wir haben 4 Leute verloren? Habe ich denn einmal nicht geladen? Anscheinend. Oder habe ich... Ah, vielleicht habe ich beim letzten... Bei der ersten Phase... Vielleicht bin ich da... Nee, da bin ich da auch mit 2 lang geladen. Ist doch egal. Scheißegal. Die beiden jedenfalls steigen auf, Pussy und Meat. Ja, klasse. Ja, wollen wir mal gucken, was die Mission 17 uns jetzt beschert. Ach, ich mag die Musik. Ich weiß ja auch, dass der Viper-Fan Lars ein großer Fan von der Intro-Musik ist. Das Lied ist auch einfach zu geil. Sehr, sehr cool. So, wie viele Leute? 4. Mit 4 Leuten ziehen wir in den Krieg. Mission 17 wartet. Ich bin gespannt. Wo dürfen wir hin? Also gerne noch wieder was in dieser Art, mit diesen Bürogebäuden und so. Das ist schon cool. Das gefällt mir. Das war echt mal eine entspannte Mission zwischendurch. Ah, wir haben wieder Dschungel. The more, the merrier. Okay. No way in... Eine Phase. Okay. Alle Gegner töten, alle Gebäude zerstören und die Zivilisten... Ach, nö. Oder die Hostages. Was ist denn? Geiseln, Geiseln. Aber das macht mir gerade Mut, nur eine Phase, dann kommen wir echt ganz gut voran gerade. Na gut, eine Phase. Und das lebt nicht gerade kurz. Scheint vielleicht ein umfangreicheres Level zu sein. Bin sehr gespannt. So. Go for it, ja. Ich versuche mal gleich direkt zu speichern. Zack. Gar nicht erst groß angucken, speichern. Achso, das ist ja... Ach ja, das ist ja schon die nächste Mission wieder. Geil. Mission 17. Guck, diesmal hat da kein Haken davor gehauen. Ich weiß es nicht, woran das liegt. Okay, wir gucken mal. Da ist eine Hütte. Alle Gebäude. Ja. Ist das schon ein Gebäude, was wir zerstören müssen? Ich weiß es nicht. Mal probieren. Zumindest ist es jetzt kaputt. Kann mir keiner was vorhalten. So, jetzt haben wir noch 4 Leute hier. Ich gehe erstmal wieder mit allen 4 rum, um die Gegend so ein bisschen zu erkunden. Anscheinend können wir nur hier unten lang. Da ist Wasser. Da oben kamen wir nicht durch, oder? Kamen wir da durch? Ne, da kommen wir nicht durch. Okay. Da sind aber ein paar Typen hier. Ah, da ist... Ah, okay. Da ist der Geisel. Ja, die Geisel. Wir schwimmen erstmal hier rüber. Bisschen aufpassen, dass hier nichts ist. Natürlich könnten auch wieder Brücken und sowas vermieden sein. Aha. Okay, da sind eine ganze Menge. Ich glaube, da gehen wir lieber durchs Land hinten rum. Darf ich mal ganz kurz gucken? Links ist ja noch irgendwie ein Gebäude. Sollen wir über die Brücke gehen? Ich habe Angst, dass die vermint ist. Wir gucken einfach mal.
Okay. Ja. Ganz geil. Ein gezielter Schuss, tot. Die Frage ist jetzt natürlich, kriegen wir hier in diesem Level auch irgendwie einen Panzer oder sowas? Das ist also ein Geschütz. Das müssen wir ja auch kaputt machen. Vielleicht kriegen wir da oben rechts aber irgendwo einen Panzer. Die Möglichkeit ist ja da. Deswegen warten wir erstmal ab. Und gehen erstmal dann den rechten Weg lang. Und vielleicht zum Schluss dann mit dem Panzer nach links. Wenn wir einen kriegen. Ich weiß es natürlich nicht, aber es könnte gut sein, denke ich. Naja, kommt erstmal hierher. Wieso könnt ihr eigentlich aus dem Wasser heraus schießen? So. Bleiben wir mal hier in dem hellgrünen. Du, Entschuldigung. Hilfe, ich musste niesen. Keine böse Absicht. So. Da ist eine Straßensperre. Können wir die kaputt machen? Nein! Wir können nicht mal durchschießen. Dann hoffe ich jetzt ja ganz stark, dass wir hier unten irgendwie einen Panzer finden, weil sonst muss ich mich da durchs Wasser kämpfen. Ja, wo muss das... Irgendwo muss das hier unten ja haben. Und, ah, da... Siehst du. Ah, fuck! Oh, oh. Einer lebt noch. Okay. Ich weiß gar nicht, steigt die Geisel vielleicht mit in den Panzer ein? Das wäre natürlich geil. Ich kann aus dem Panzer... Kann ich aus dem Panzer heraus entscheiden, ob ich Raketen oder Bomben werfe? Nee, ne? Frage ist, darf ich mit diesem Panzer jetzt wieder schießen? Es gibt ja manche Panzer, mit denen darf ich nicht schießen, irgendwie. Nee, Quatsch, das war bei Helikoptern. Ich erzähl grad Blödsinn. Mit dem Panzer konnte ich bisher immer schießen. So. Jetzt mocht doch hier nicht so den Terz da. So. Was war denn das? Was war denn das? Wieso bin ich da gerade in die Luft gegangen? Komisch. Okay. Das machen wir. Das war ganz dumm. Ja, toll. Die Eingangstür hat gerade einen meiner Soldaten getötet. Dankeschön. Also schnell wie möglich runter den Panzer holen. Das ist euch das Sinnvollste. Wir kommen von dieser Seite aus dann nicht ran, ne? Nee. Und ich kann auch den... Ne, ich muss da schon außen rum. Aber jetzt weiß ich ja, dass da ein Typ mit einem Raketenwerfer steht. Vielleicht kann ich den jetzt ja vorher schon ein bisschen erledigen. Der stand wo genau? Da. Ja, ich hatte es schon wieder vergessen. So, Haus kaputt. Na gut. Es ist immer noch wieder sehr, sehr merkwürdig, wie diese Fahrzeuge gesteuert werden. Also ich drücke nicht die ganze Zeit. Ich halte den linken Mauspfeil gedrückt, falls ich das noch gar nicht erklärt habe. Und ich brauche einfach nur lenken. Das ist eigentlich schon ziemlich geil. Ah, den machen wir schon gleich platt. So. Ach, jetzt habe ich wieder den Baum abgeschossen. Es ist nicht so einfach, weil ich kann ja auch jederzeit aussteigen und zu Fuß weitermachen, aber das ist halt eine prekäre Lage. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe schon wieder zweimal auf Load geklickt. So, also dieses Haus muss auf jeden Fall weg, weil das ist genau das gleiche wie das da hinten. Och Mann, jetzt habe ich wieder einen meiner Leute getötet. Ich muss echt aufpassen hier. Ich muss mich mehr in Acht nehmen. Manchmal auch in 9 oder 10. So, den ganzen Haufen da abgemurkst. Die kommen sowieso immer wieder. Da ist ja eine Hütte, aber schon mal ein bisschen Luft verschaffen. Ja, kommt, macht ihr mal Alarm da oben, ist okay. Ach, das war hier erst. Jawohl, das ist gut. Wir haben noch
3 übrig. Ups. Doch, es sind noch 3. Okay. Und bam. So. Sehr schön. Ja gut, das Schwierigste, glaube ich, ist immer noch unten links dieses Teil das kaputt zu machen. Aber erstmal gehen wir oben lang, weil da die ganzen Leute sind und das ist, glaube ich, einfacher. Und außerdem ist es dichter dran. So. So. Vor den kleinen Leuten brauche ich auch keine Angst haben eigentlich. Angst brauche ich nur haben vor dem da oben zum Beispiel. Dann wird er jetzt platt. Muss ich halt ein bisschen aufpassen. Ich muss dieses Haus hier erledigen. So. Jetzt gehen wir halt ein bisschen nach hinten hier. Wir steigen mal eben aus. Ich hätte natürlich auch speichern können, fällt mir gerade ein. Das Problem ist ja, ich muss ja irgendwie den Typen retten. Boah, wie mache ich das denn? Ich muss den Typen retten und das Haus darf ich... Hä? Wie mache ich das denn? Ich muss das Haus heilen lassen? Aber ich muss den Typen da weglotsen. Wie mache ich denn das? Erst mal das hier. Hallo. So, danke. So, 4 Leute. Ich kann nicht von hier oben aus schon was... warte mal. Ich kann vielleicht von hier oben das Haus schon mal kaputt machen, wenn das klappt. Vielleicht war das das Geheimnis. Jetzt können sie mich nämlich nicht mehr mit voller Montur da erschießen. Jetzt kommt da kein Nachschub mehr. Das war, glaube ich, gar nicht so verkehrt, was ich da gemacht habe. So. Auf die Idee hätte ich mal eher kommen sollen. So, pass mal auf. Ich habe jetzt gerade eine Idee. Bleibt mal alles schön hier in der Ecke. Wir nehmen jetzt mal nur ihn hier mit. Und du wirst jetzt im Alleingang den Penner da unten besiegen. Vielleicht auch mit einer Rakete. Okay, zumindest haben wir jetzt noch 3 Überlebende. Ne? Dann muss ja auch mal ein bisschen praktisch denken hier. Kollateralschäden. So, rein da. Zack. Okay, dann könnten wir eigentlich gleich mal speichern, oder? Ja, ich bin mir aber ein bisschen unsicher. Ich möchte natürlich immer so mit so viel wie möglich Soldaten es schaffen. Aber okay, komm, weil wir es sind und weil wir es können. Eine Zwischenspeicherung. Gut, dann versuchen wir das jetzt. Ja, so viel sind es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Also, gut, das Haus hier ist noch da, natürlich, klar. Ja, schmeißt ihr mal mit Bomben, das ist schon in Ordnung. So, der ist auch weg. Gehen das mal um die Ecke. So, bitte aussteigen. Also es dürften eigentlich nicht mehr so viele nachkommen. So. Wenn da noch welche rauskommen aus dem Haus, ne? Ach gut, er kommt schon freiwillig. Okay, gut, komm mit. Freundchen, wo willst du hin? Hier musst du lang. Und ich hoffe, du kommst jetzt schön mit in den Panzer. Das hoffe ich zumindest. Ich hoffe, der kann damit einsteigen. Sonst haben wir echt ein Problem. So, alle rein. Du auch bitte. Ja, sehr schön. Okay, dann müssen wir jetzt das eine Teil da noch kaputt schießen. Und ich denke, dafür werde ich noch einmal einen Safe State riskieren. Weil wenn das Ding platt ist, dann haben wir ja die 17. Mission geschafft. Das ist ja nur eine Phase. Dann haben wir tatsächlich in 2 Parts 2 ganze Missionen geschafft. Das wäre eigentlich krass. Okay. Pass auf, komm.
noch mehr hier. Okay, hier muss ja noch was... Oh, jetzt habe ich ein Schaf getötet. Hä? Habe ich jetzt noch irgendwo was vergessen? Ich gucke mal auf die Karte. Da schießt noch einer. Hier schießt doch irgendwo ein Typ rum. Wo schießt denn hier noch einer? Hier muss doch irgendwo ein einzelner Fußgänger oder so rumlaufen. Jetzt komme ich ja nicht mehr raus. Wo ist denn der? Ich habe eben jemanden schießen hören, ja. Ach komm, das kann jetzt nicht wahr sein. Das will ich jetzt aber in diesem Part noch hinkriegen hier. Das ist ja gar nicht so schwer. Sagen wir mal ein bisschen Anlauf nehmen und die Treppe, ja. Ich rede toll. Die Brücke richtig nehmen. Hallo! Jetzt geh doch mal hier lang. Ihr wollt mich doch verarschen. So. Ich fahre hier nochmal zurück. Das ist aber nix. Dann kann das ja nur doch hier unten sein. Ist da denn irgendwas? Da ist das Lazarettzelt. Wie komme ich denn da hin? Ach, ich hätte... Warte mal, hätte ich da übers Wasser gehen? Ah, da kann ich durchs Wasser gehen. Alles klar. Da muss ich den Panzer eben hier abstellen. Okay, ein bisschen aufpassen hier. Oh, alle tot. Nee, komm, das machen wir nochmal eben fertig hier. Das ist jetzt nun echt nicht mehr so viel. Das kriegen wir in diesem Part noch hin. Der letzte Part war ja ein bisschen kürzer, dann ist der hier ein bisschen länger, dann gleicht sich das wieder aus. So, komm her. Schön hier. Na, du musst ein bisschen nach links. So, das knallt sich in die Brücke. Das will ja auch keiner. Boah. Diesmal hat er mich aber erwartet. Letztes Mal konnte ich mich so schön anschleichen. So, komm her. Volldampf. Da kann ich gar nicht rum. Ich muss schon darum. Wir machen das diesmal auf Nummer sicher. Pass auf, wir nehmen nur einen. Schön, dass der Panzer übrigens alleine weiterfährt. So, schön hier am Rand entlang. Ganz vorsichtig. So, holen wir die anderen dazu. So, kommt ihr alle mit. Und dann kann unsere Geisel ins Lazarett. Erstmal wieder vereinigt, das heißt, ich habe nur mit zwei das geschafft. Hallo! Hier, muss ich jetzt dich hier hintragen oder was? Komm hierher. So. Ey, Junge! Jetzt beweg dich mal ein bisschen. Sieh zu. Hier musst du lang. Ah! Das ist unser. Das ist meiner. Ich dachte, da steht wieder ein neuer. So, jetzt war wieder vereint. So, ab ins Zelt mit dir. Ich möchte den Part beenden. Junge, du ziehst den Part unnötig in die Länge. Ab! Rein da! Nicht zu uns! Hier oben sollst du hin! Du bist doch da! Hier rein! Alter! Danke! Danke! So, meine Güte, das war aber ein Krampf! So, dann sehen wir uns in der nächsten Mission wieder, würde ich sagen. Oder gucken wir uns die Toten noch an. Ach komm, was soll's. Gucken wir uns die Toten noch eben an. Das dürfte nur einer sein, ne? Ein Toter müsste da sein. Ach ja. Ein bisschen strecken hier. Ach, so. Ich nehme natürlich wie immer morgens auf. Da bin ich aber am frischesten. Miet ist doch eben in der letzten Mission auch schon mal gestorben. Naja, gut. Ja, aber morgens bin ich halt immer noch frisch. Und zusätzlich ist heute auch noch die Situation, dass ich halt keine Videos mehr habe, wie gesagt. Deswegen dieses Video, nee, das letzte, das vorletzte, also vor diesem Video, das Video, habt ihr ja schon am gleichen Tag gesehen. Pussy, Harry und Tiny. Jetzt hat Pussy überlebt. Aha. Ja, stimmt. Pussy und Meat waren ja die Überlebenden beim letzten Mal. Stimmt. Okay. Dann war's das jetzt aber. Und wir haben es geschafft. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's dann weiter. Euer Alexa, ciao. Bis zum nächsten Mal.